HR4 Nordosthessen. Hallo und guten Tag. Sie hören aus Fulda Ihre Regio-Themen. Im Studio Thomas Kurella. Haben Sie als Fußballfan das auch schon gemacht? Große Meisterschaften, draußen im Garten mit Freunden gucken, Fernsehen unter freiem Himmel. Die Fußball-EM steht bevor und das Risiko der Gartenparty bleibt. Was, wenn's in den Fernseher regnet? Die Antwort gibt ein Unternehmen aus Großen Lüder-Müß im Kreis Fulda. Die liefern wasserdichte Outdoor-Fernseher. Mehr von Michael Pörtner. Fußball draußen gucken, im hellen Sonnenlicht oder im strömenden Regen. Das Wetter ist mit dem Modell Innovativ TV der Firma Müßtec aus Großen Lüder-Müß im Kreis Fulda angeblich gar kein Problem mehr. Inhaberin Viktoria Thur stellt ihr wasserdichtes Fernsehgerät vor. Ich würde jetzt nicht unbedingt vorschlagen, den im Swimmingpool zu versenken, ne? Aber von oben Platzregen überhaupt kein Thema, auch von der Seite überhaupt kein Thema. Das wasserdichte TV gibt es in den Größen 40 bis 65 Zoll. Preis ab 1000 Euro für die kleinere Version bis hin zu 6000 Euro für die ganz große Mattscheibe. Die haben eine integrierte Kühlung. Es ist ganz wichtig im Outdoor-Bereich, dass die Fernseher unheimlich hell sind, weil sonst macht es einfach keinen Spaß zuzuschauen. Wir bauen nicht einfach nur einen normalen Fernseher um, wir bauen die Fernseher schon selber. Also wir nehmen hochwertige LED-Bildschirme, meistens von LG, könnte aber auch mal von Samsung sein. Und dann bauen wir Gehäuse drumherum. Wir kaufen die Tuners ein und verwenden dann eben auch Lautsprecher, die auch im Außenbereich verwendet werden können. Und bauen das Ganze in ein Gehäuse, das dann eben wasserdicht und nach wie vor funktioniert. Der regendichte Outdoor-Fernseher ist natürlich nicht nur fürs Fußballgucken gedacht. Die Idee sind Bildschirme für die ganzjährige praktische Nutzung draußen. Zum Beispiel in Biergärten, an öffentlichen Plätzen oder auch an Tankstellen. Hans-Jürgen Müller hat ein Elektrofachgeschäft in Fulda. Der Bedarf ist schon da. Also er wird überwiegend halt im professionellen Bereich eingesetzt. Das heißt also bei Präsentationen, wo man die Firma vorstellt. Es gibt ja die Stelen für Wegbeschreibungen in den Städten. Wasserdichte Fernseher zum Fußball gucken. Die Leute sind skeptisch. Kenne ich gar nicht. Habe ich noch nichts davon gehört. Wasserdichter Fernsehen. Gibt es sowas? Dann ist es. Ich gucke lieber drin. Eine Leinwand oder so, aber wasserdichten Fernseher würde ich mir deswegen nicht kaufen.